Dankeschön. Wunderbar, Dankeschön. Ich bin relativ froh, dass ich, Gott sei Dank habe ich auch einen Film mitgebracht, weil jeder kommt jetzt hier mit Film. Das ist so ein bisschen, ich bin recht froh. Und ich habe einen Film mitgebracht von den Kollegen von Adobe. Und da würde ich kurz mal abbitten, wie Digitalisierung funktionieren kann. Peter, come take a look at this. Mr. Daniels, look at this. What's this? The numbers, they keep getting bigger and bigger. The clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's Walter. We're back. Yes, sir! Somebody, somebody, somebody! What the? What the tracking? More simply, more simply! I need more trees! More trees? I'll get you more trees! Hey! Take a look at Wood Pulp. Whoa. Everything you got on Wood Pulp right now. He really loves that thing. Ja, so kann, also erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich heute die Möglichkeit habe. Zu sprechen. Ich glaube, die Folie langweilt Sie ein bisschen, deswegen hurte ich da durch. Wenn wir uns jetzt mal Digitalisierung Connected Customer anschauen, sehen wir den German Internet Index, 65 Milliarden aktuell. Gucken wir nach Asien, sehen wir drei Firmen mit 900 Milliarden Euro Bewertung, und schauen wir nach Amerika bei den GAFAs, sehen wir, dass die viel stärker sind. Selbst mit dem deutschen DAX sind wir an der Stelle fern abgeschlagen. Und wir stellen uns immer natürlich auch ein bisschen als Unternehmen die Frage, woran liegt das? Es liegt auf der einen Seite daran, dass wir als Wirtschaftskraft im Prinzip Spitzenreiter sind. Und Spitzenreiter verändern sich irgendwie nicht so gerne. Die sind so ein bisschen träge. Oftmals ist die IT nicht das Kerngeschäft, und Connected Customer Kundenerlebnisse, das hat heutzutage leider nur noch was mit IT zu tun. Was fällt uns noch auf? Wir sind ängstlich. Also es gibt empirische Studien über German Angst. Ich glaube, das ist im Prinzip jetzt auch widerlegt. Das gibt es in der Form nicht. Nichtsdestotrotz, bei dieser Digitalisierungsdiskussion, Connected Customer, Kundenbeziehungen, es geht immer so ein bisschen, ist immer ein bisschen negativ behaftet. Es geht immer so ein bisschen darum, also Digitalisierung, das kostet uns Jobs, die Computer übernehmen uns, und dann auch Deutschland ist wieder so ein bisschen typisch, Datenschutz, Cloud-Thematik, E-Mail, Made in Germany. Wir haben immer so ein bisschen Restriktionen, was das Erkennen von Chancen und Kundenbeziehungen und Geschäftsmodellen angeht. Also nicht Sie, sondern prinzipiell letztendlich merken wir das als Dienstleister, was das Digitalisierungsthema angeht. Wir merken auch oft, dass im Prinzip, wenn wir hier jetzt in so einem elitären Kreis über Connected Customer, neue Geschäftsmodelle, neue Kundenbeziehungen, Chatbots sprechen, dass wir das als Kreis an sich tun, aber dass wir oftmals auch Kolleginnen und Kollegen im Prinzip nicht mitnehmen, dass wir nicht erklären, was möglich ist, welche neuen Geschäftsmodelle, welche Chancen das hat, sondern wir spielen, oftmals wird das in den Kreisen nicht ausreichend diskutiert. Und das ist etwas, was uns als Dienstleister extrem auffällt, wenn wir mit Kunden über Digitalisierungsprojekte sprechen, dass der Austausch mit den einzelnen Mitarbeitern an der einen oder anderen Stelle nicht ausreichend stattfindet. Es ist etwas, was wirklich bedrohlich auf uns wirkt. Auch wir merken das als Dienstleister, dass wir das Gefühl haben, dass technologisch Geschäftsmodelle sehr stark von den Vereinigten Staaten oder auch aus Asien kommen. Das hat man ja zumindest auch mal an den Folien vorher gesehen. Dass wir aufpassen müssen, an der einen oder anderen Stelle mit diesen Geschäftsmodellen im Prinzip nicht überrannt zu werden. Wenn man sich jetzt mal so ein bisschen anguckt, was machen die denn anders? Dann stößt man beispielsweise relativ schnell auf das Thema Abo. Das hat, es gibt, sage ich mal, so eine From Cradle to Cradle, der ein oder andere kennt das, das hat so ein bisschen diesen Ansatz, dass man nicht mehr verbraucht und dass man im Prinzip, sage ich mal, Ressourcen schont, aber
der Abo-Gedanke ist stark. Man kann sich Rasierklingen abonnieren, man kann bei Adidas die Turnschuhe selber designen und ausleihen. Und das funktioniert alles über Plattformen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Eine Plattform, die im Prinzip Kundenerlebnis, Produktion, Logistik, Vertrieb, CRM, alles integriert. Es gibt einen ganz interessanten Ansatz von den Kollegen von Mercedes. Die machen das zum Beispiel so, dass sie letztendlich sich 12-mal im Jahr für 750 Euro im Monat einen Mercedes ausleihen können. Das gibt es in 2 Pilotstädten. BMW macht das auch in den Vereinigten Staaten in 2 Pilotstädten. Und da geht es im Prinzip darum, dass man dieses Fahrerlebnis komplett neu gestalten will. Und das funktioniert nur mit einer Plattform. Das funktioniert mit einer Plattform, dass sie sich das Auto holen, dass sie das Auto abgeben, dass sie das Auto bestellen, dass sie mit dem Kundencenter sprechen. Das funktioniert alles nur über eine Plattform. Und man versucht im Prinzip letztendlich ein Fahrerlebnis zu verkaufen. 750 Euro, 12 Modelle im Jahr. Das heißt, Sie können unter der Woche die Familienkutsche fahren und am Wochenende jetzt mal ein Cabrio ausprobieren. Und das ist schon ein spannender Ansatz, wie wir finden. Auch heute, wenn wir uns diese Vortragsreihen anschauen oder die einzelnen Themen, wir sind, glaube ich, in vielen Bereichen ziemlich weit vorne. CRM, Big Data Analytics, Machine Learning, IoT Devices, Personal, PIM, Predictive Maintenance. Isoliert betrachtet sind die Themen, was den Reifegrad angeht, was die Connection zu dem Customer angeht, eigentlich total weit. Allerdings, und da komme ich wieder auf das Abo zurück, wenn man auch diese Themen ordnet, haben wir so ein bisschen die Meinung, die müssen vernetzt werden. Wir merken bei vielen Kunden, dass diese Vernetzung nicht stattfindet. Es sind isolierte in den jeweiligen Kanälen, Abteilungen, isolierte Digitalisierungsprojekte gestartet, die an sich inhaltlich, technisch total weit sind, aber sie sind nicht vernetzt. Und das ist ein erheblicher Unterschied. Wir sind als Berater der Meinung, dass man nur eine Chance hat, wenn man alle diese Themen versucht, miteinander zu vernetzen und zu verbinden. Und das funktioniert, auch was Kollege Borek vorhin gesagt hat, sehr gut über Plattformen. Diese Plattformen werden von den Standardsoftwareherstellern inzwischen angeboten, sind relativ offen, auch was das Anbinden von fremden Dienstleistungen angeht. Und Sie können mit diesen Cloud-Plattformen letztendlich auch Dienste zubuchen. Beispielsweise künstliche Intelligenz, Machine Boots. Also die sind im Prinzip, wir haben früher immer dieses Modell gehabt, okay, du verkaufst eine Lizenz, wir verkaufen dir eine Lizenz, du meldest so und so viele User an, aber das hat sich schon ein bisschen gewandelt. Sie können heute auch bei einer SAP beispielsweise eine Salesforce anschließen. Das funktioniert. Da sind die zwar nicht total erfreut, aber das funktioniert. Und was wir bei den Amerikanern oder bei den Chinesen sehen oder auch bei den letztendlich Vorreitern, die sehen das komplett vernetzt, die sehen das als Plattform. Die fangen bei A an und hören bei Z auf und alles läuft auf einer Plattform. Alle Informationen werden auf dieser Plattform letztendlich gesammelt, gespeichert und verarbeitet. Wie haben wir das mal gemacht? Wir haben einen Kunden, im Prinzip, das ist ein Mittelständler, der musste sich auch ein bisschen neu erfinden. Der baut etwas, was jetzt zwar im Prinzip schon modern und, sage ich mal, auch eine Technologieführerschaft hat. Nichtsdestotrotz hat er gesehen, okay, wir müssen so ein bisschen an uns arbeiten. Was haben wir gemacht? Die bauen Schaltschränke für die elektrische Stromversorgung auf Baustellen. Wir haben die Schaltschränke mit Sensoren ausgestattet und diese Sensoren melden an diese Plattform alle Daten, die Sie sich vorstellen können. Mit diesen Daten hat der Kunde jetzt zukünftig die Möglichkeit, im Prinzip zu planen. Er kann Knopfdruck Messwerte abrufen. Er kann an der Baustelle die Schaltschränke anders stellen. Er hat also letztendlich so einen digitalen Zwilling, ohne selber auf der Baustelle sein zu müssen. Und diese Plattform deckt im Prinzip, macht die Maschinen intelligent und sendet die Informationen an die Plattform und kann damit alles abdecken. Was können wir noch damit tun?
durch die Intelligenz, die diese Plattform bietet, haben zukünftig auch die Servicetechniker oder sonstige Personen die Möglichkeit, im Prinzip mit einem iPad oder einem ähnlichen Gerät an den Schaltschrank zu gehen. Und der Schaltschrank meldet alle notwendigen Informationen an das iPad zurück. Das heißt, Sie müssen eigentlich gar nicht groß die Technik verstehen, sondern Sie kriegen eine Lupe ohne Kabel. Das war früher eigentlich nicht möglich an der Stelle. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den so eine Plattform abliefern kann. Logistik, Produktion etc. Als letzten Punkt habe ich noch mitgebracht, zukünftig hat der Kunde auch die Möglichkeit, im Prinzip Predictive Maintenance mit dieser Plattform durchzuführen. Das heißt, das Gerät meldet beispielsweise, wie schnell bin ich, wie aktuell, wie ausgelastet bin ich, wie funktionieren meine Schaltkreise, wie funktionieren meine Verschleißteile. Bin ich an der Stelle mehr oder weniger jetzt kurz davor kaputt zu gehen? Musst du mich austauschen? Musst du Teile von mir austauschen? Das ist auch ein Asset, den diese Plattform kann. Was diese Plattform auch ermöglicht an der Stelle, ist einfach der Punkt, dass wir nicht mehr groß selber programmieren müssen, sondern dass diese Services, den diese Plattformen anbieten, eigentlich relativ einfach konfigurierbar und zubuchbar sind. Das bedeutet, früher hat man relativ aufwendig Individualsoftware geschrieben, um spezielle Lösungen oder Prozesse zu haben oder zu bauen. Diese Plattformen bieten relativ viel Service an, den Sie sich letztendlich dazu klicken können. Das ist an der Stelle ganz spannend. Was wir natürlich, haben wir natürlich auch Werbung gemacht, das kann man sich runterladen. Was wir merken in dem Thema Connected Customer, Digitalisierung, Plattformen, ist aber auch, dass wir oftmals vergessen, was die Technik kann und was der Mensch nicht kann. Und wir haben uns an der Stelle auch entschieden, im Prinzip, weil wir als kleines Beratungshaus auch auf die Anwender angewiesen sind, unser Format so ein bisschen zu verändern. Und wir versuchen im Prinzip beispielsweise mit dem Eventstorming letztendlich auch Mitarbeiter zu überzeugen, weil jede Software, jede Kundeninteraktion ist nur so gut, wie sie der Mitarbeiter ihres Unternehmens unterstützt. Und er muss von dieser Lösung und von dieser Digitalisierung auch ein bisschen begeistert sein. Er muss es ein bisschen mittragen. Und es ist relativ wichtig, die Leute damit abzuholen. Und bei diesem Eventstorming versuchen wir eigentlich so Prozesse, die jetzt bisher undigital abgelaufen sind und zukünftig digital zu laufen, auch mit Paten zu versehen. Also Paten im Sinne von Mitarbeitern, die im Prinzip auch Spaß daran haben, etwas zu verändern. Ich glaube, das ist an der Stelle ganz wichtig, weil die Technik ist das eine, aber der Mitarbeiter oder der Anwender, der im Prinzip dann letztendlich den Kunden bedienen soll und auch mit der Technik arbeiten soll, ist an der anderen Stelle, glaube ich, auch super wichtig. Jetzt bin ich voll durchgehurtet und bin aber an der Stelle schon fertig und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich fange mal an mit dem letzten Teil, Eventstorming. Wie, wo, was genau, wie machen Sie das? Ein paar Details dazu. Also, alle Mitarbeiter, ganze Firma. Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also oftmals ist ja, sage ich mal, Digitalisierungsprojekte auch vorstandsgetrieben und wir legen extrem Wert darauf, dass Mitarbeiter aus den operativen Einheiten dran teilnehmen und dann werden Prozesse aufgezeigt. Wir versuchen das auch ein bisschen zu paaren mit Leuten, die jetzt nicht aus, also das ist nicht nur. Wir machen das bei sich in der Firma und auch beim Kunden? Nee, bei uns. Nur intern? Nein, auch also mit dem Kunden, also, aber der Kunde muss erstmal aus dem Arbeitsalltag herabgeholt werden. Also es gibt auch so ein Handyverbot und sowas. Da sind wir relativ. Kommen da Vorstände auch mit oder? Oder ist es dann nur, sind es wieder nur wir Nerds untereinander, die dann das, eh alle also Geschäftsführer, naja, prinzipiell sind die auch dabei. Und ja, da geht es im Prinzip darum, dass man erstmal ein Verständnis schafft, wie ist denn der Prozess aktuell. Da merkt man große Lücken, dass wir inzwischen in so komplexen Arbeitswelten leben, dass die Mitarbeiter diesen Anfangsprozess, wie entsteht ein Produkt etc., dass die da gar nicht mehr beteiligt sind und auch gar nicht wissen, was macht die Nachbarabteilung. Mhm. Also da entstehen dann auch völlig neue, glaube ich, Blickpunkte, weil die Leute einfach bei diesem Komplettprozess nicht dabei sind. Und dann malen wir diesen Prozess an eine Wand
Und der zukünftige Prozess wird an die andere Wand gemalt. Und das ist so ein Klassiker eigentlich an der Stelle. Die Paten, die Sie erwähnt haben, sind dann Mitarbeiter des Unternehmens. Das merkt man in Workshops, ja. Also wir sind natürlich ein kleines mittelständisches Haus. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir, sag ich mal, auch eine Empfehlung erzeugen. Und diese Empfehlung erzeugt man nur, indem man als Berater im Prinzip versucht, kooperativ mit den Mitarbeitern zu arbeiten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die auch so ein bisschen zu Fans zu machen. Das klingt jetzt zwar also ein bisschen euphorisch, aber ist schon so, dass wir versuchen und wir merken in den Workshops, welche Leute da Spaß dran haben. Mhm. Und die, die machen wir zu Partnern. Ja. Wie häufig ist sowas dann notwendig? Ist es nur eine Initialzündung und dann überlassen Sie den Prozess im Kundenunternehmen sich selbst oder haben Sie Feedbackzyklen? Wir haben Feedbackzyklen. Es ist auch recht unterschiedlich. Man trifft in manchen Industrien, also wenn man jetzt beispielsweise bei Stadtwerken zum Beispiel ist, das ist noch ein bisschen ablehnender, was Connected Customer Thematiken angeht. Da ist es schon auch so, dass wir im Prinzip erstmal eine Bereitschaft erzeugen müssen. Das machen wir oftmals auch damit, dass wir sagen, naja, also wenn ihr euch jetzt da nicht verändert, dann gibt es euch einfach nicht mehr in 10 Jahren. Ich meine, so einen digitalen Wandel oder so ein Wandel hat ja auch eine Telekom durchgemacht etc. pp. Also das funktioniert aber dann auch immer wieder mit Feedbackzyklen so, dass man immer relativ engen Austausch ist. Ja. Sie haben sehr viel über B2B gesprochen. Wo ist denn so der Unterschied zwischen B2C und B2B für diese Herangehensweise? Also kein großer. Also das allgemeine Thema Plattform, das ist meines Erachtens, wenn man sich erfolgreiche Firmen anschaut, die arbeiten viel oder fast ausschließlich mit Plattformen, weil sie einfach diesen Prozess komplett in einer Landschaft abbilden. Und diese unstrukturierten Daten, diese Verarbeitung von unstrukturierten Daten, das funktioniert meines Erachtens nur auf Plattformen, wenn alle Systeme miteinander vernetzt sind.